Hallo Freunde und willkommen wieder zurück zu Let's Play Oblivion. Ja, im letzten Part habe ich mir meine Empfehlung von der Brumar Magier Gilde geholt und jetzt bin ich hier im Haus einer gewissen Arnora, weil ich nämlich erfahren habe, dass sie und ein gewisser Jurundr da mal vor langer Zeit irgendwie einen Überfall gemacht haben und dass Jurundr jetzt im Gefängnis sitzt. Und Arnora ist aber noch hier, wie wir sehen, die frühstückt gerade und wie gesagt, das ist jetzt eine neue Nebenquest, die ich jetzt auch machen werde, deswegen werde ich sie auch einfach mal direkt ansprechen. Was wollt ihr? Seht ihr nicht, dass ich aufgebracht bin? Wieso? Warte mal, erzähl mir erstmal was über Brumar. Ich kann mir nicht helfen. Ich habe einfach eine Schwäche für betuchte Männer. Dieser Olaf im Bräu und Streu zum Beispiel. Er ist verträumt und gleichzeitig erfolgreich. Aha, kennst du irgendwelche Gerüchte? Ich werde aus dem Propheten in Anvil nicht schlau. Ist er tatsächlich ein heiliger Mann? Oder nur ein Verrückter, der die Tragödien der Kapelle von Dibella für seine Zwecke ausnutzt? Tja, das ist die Frage, aber erzähl mir doch mal was über Jurundr. Unsere Geschäfte gehen euch nichts an. Ich weiß gar nicht, wer ihr seid. Und da glaubt ihr, ich rede mit euch über meine ehemalige Flamme? Also wir sehen, sie will mir jetzt gar nicht wirklich genaueres über Jurundr sagen. Da hilft es wirklich nur, sie zu bestechen, also dass man ihre hierbei überreden, dass man ihre Stimmung erhöht. Ich weiß jetzt allerdings nicht, wie hoch die sein muss. Ich werde einfach ein bisschen was machen. Ich nehme. Dafür bekommt ihr etwas. So, jetzt ist ihre Stimmung auf 80. Also das müsste, glaube ich, jetzt ausreichen. So, und jetzt frage ich sie einfach nochmal. Ich schätze, ich kann euch diese Information anvertrauen. Wenn ihr mir helfen könnt, mein Gold zurückzubekommen, verdient ihr vielleicht auch was dran. Gestohlenes Gold. Ich weiß, was ihr gehört habt von Jurundr und seinem Aneinandergeraten mit der Stadtwache. Nun sagen wir, das ist nur bedingt wahr. Ich habe vielleicht ein oder zwei Einzelheiten durchsickern lassen, um jemanden wie euch zur Hilfe anzulocken. Doch bis ihr nicht meinem Plan zustimmt, sage ich nichts mehr. Ich verspreche euch lediglich, dass euch viel Geld erwartet. Also, macht ihr mit oder nicht? Okay, sprich weiter, ich mach mit. Kluge Antwort. Hier ist mein Vorschlag. Jurundr und ich haben uns eigentlich immer nur gezofft. Gegen meinen Willen wurde ich durch ganz Cyrodiil geschleift, um ihm bei irgendwelchen Gaunereien zu helfen. Ich würde uns nicht als Diebe bezeichnen. Ich meine, wir haben gestohlen, sicher. Aber wir haben nie viel auf einmal geklaut. Gerade so viel, wie wir brauchten. Doch das änderte sich im letzten Jahr. Da begann Jurundr riskantere Dinger zu drehen und gefährlichere Ziele anzugreifen. Nicht nur einzelne Händler, wohlgemerkt. Ich rede hier von großen Fischen, wie Landsitzen und Steuertransporten. Ich flehte ihn an, aufzuhören, weil ich wusste, dass das bald zu Gewalt führen würde. Da drohte er mir, er würde mir wehtun, wenn ich seine Pläne durchkreuzte. Ich glaube, das Gold hat ihn verändert. Das glaube ich wirklich. Er war nicht mehr der Mann, den ich vor 7 Jahren kennengelernt hatte. Wenn ich mal was sagte, langte er mir eine oder stieß mich beiseite. Er fing an, mir Angst zu machen. Was hat das mit mir zu tun? Unser letztes Ding war ein Steuertransport auf seinem Weg in die Kaiserstadt. Wir überfielen ihn und in all dem Chaos tötete Jurundr eine Wache. Ich war entsetzt. Wir griffen uns das Gold und versteckten uns in den Bergen. Er drohte, mich zu töten, sollte ich jemandem von dem Mord erzählen. In dem Moment hatte ich solche Angst vor ihm. 2 Tage später spürte die Stadtwache von Brumar unser provisorisches Lager auf. Ich war unterwegs, um etwas zu essen zu sammeln, als sie Jurundr schnappten. Geschah ihm recht. Als ich später zum Lager zurückkehrte, war das Gold weg. Er hatte es woanders versteckt. Geht für mich zum Schlosskerker im Schloss in Brumar und redet mit ihm. Überredet ihn, euch das Versteck des Goldes zu verraten. Und dann teilen wir es. Okay. Das ist jetzt eine ziemlich interessante Geschichte, aber gut. Er wird es euch nicht einfach so sagen, also lasst euch was einfallen. Okay, na dann. Werde ich Jurundr jetzt mal im Knast besuchen. Das ist auch gar nicht weiter schlimm, das ist ganz einfach, das zu machen. Da gehe ich einfach jetzt ins Schloss und dann dort in den Kerker und spreche mit dem Kerkermeister und sage, ich möchte einen Gefangenen besuchen und schon werde ich zu Jurundr vorgelassen. Genau das werde ich jetzt auch machen.
Tja, jetzt ist natürlich die Frage, ob er mir wirklich einfach so das Versteck von dem Gold verraten wird. Das glaube ich nämlich nicht, weil ich bin ja ein Fremder und warum sollte er mir das sagen? Da werde ich schon andere Tricks anwenden müssen, damit ich das rausbekomme. Aber gut, jetzt gehen wir erstmal hinein. So, hier haben wir eh schon Schloss Brumar. Kann ich auch ganz einfach reingehen, es ist öffentlich zugänglich. So, also hier die große Halle. Gut, so, ich guck mal kurz auf die Karte. Aha, okay, das ist laut dem roten Pfeil rechts von hier, da muss irgendwo der Kerker sein. So, ah, gleich hier. Erstmal geht's in die Kaserne und von dort aus geht's dann in den Kerker. Das ist in einem oder anderen Schloss ist das ein bisschen anders aufgebaut, ist aber nicht schlimm. Boah, Alter. Alles voller Wachen. Hi, hören wir uns das einmal an. Das Schicksal von Quatsch könnte sich hier wiederholen? Nein, sie wurden überrumpelt. Hier drüben. So, Schloss Brumar Kerker. Da gehe ich jetzt rein. Da muss hier irgendwo der Kerkermeister rumlungern. Hier drüben vielleicht? Hallöchen. Nö. Die große Halle schon wieder? Nee, Quatsch. Der muss irgendwo hier sein. Nur hier unten. Ah, hier. Da sitzt er ja. Nachrichten, Bürger. Bitte fahrt fort. Gut, und hier soll ich jetzt einfach einen Gefangenen besuchen. Wie lästig. Lasst euch nicht zu viel Zeit. Ich muss hier bei euch bleiben, damit ihr keine Faxen macht. Naja, verständlich, ne? Ich könnte ja irgendwie, wenn ich ja Dietrich hier dabei hätte, was ich auch habe, könnte ich den ja theoretisch befreien und das wollen die ja nicht. Ah, er macht mir auf. Danke. Er kommt natürlich jetzt. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Ja, ja. Komm. Wo ist er denn? Ah, da ist er ja schon. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Ich weiß nicht, wer ihr seid und ich will's auch nicht wissen. Ich will nur, dass ihr verschwindet. Ja, ich spreche ihn jetzt einfach auf das gestohlene Gold an. Ich rede mit euch über rein gar nichts. Ihr seid ein Fremder. Ich wette, die Wachen haben euch auf mich angesetzt, damit ich euch was vorflöte. Dieser durchtriebene Wachmann Tyrellius ist ständig hinter mir her. Nun, ihr könnt es vergessen. Sagt ihm, dass hier nichts läuft. Hm, na toll. Ja, Quest hat sich aktualisiert, aber ich habe nicht wirklich was erfahren. Keine Geschenke annehmen. Ja, das sowieso nicht. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie... Gefangene dürfen keine Geschenke annehmen. Halt doch mal die Schnauze hier. Gibt's ja nicht. So, da steht es eh hier. Jorundra verweigerte mir ein Gespräch. Er sagte, dass er nicht mit Außenstehenden sprechen würde. Ich glaube, damit meint er, weil ich kein Gefangener sei. Anscheinend kann ich nur nach meiner Verhaftung mit ihm sprechen. Das klingt jetzt ziemlich krass, aber mir bleibt leider keine andere Wahl, als mich verhaften zu lassen. Damit man jetzt eben selber als Spieler ins Gefängnis kommt, ist es am einfachsten, jetzt hier irgendwas zu klauen. Das am besten unter der Nase des Kerkermeisters, weil dann lande ich automatisch in Jorundras Zelle. Und dann kann ich nochmal versuchen, mit ihm zu sprechen. Okay, was nehme ich mir denn hier? Nah an die Gefangenen. Oh ja, ich habe solche Angst. Boah, hier Blutflecken. Lass er nicht berühren. Na, wie wär's, ich nehme hier einfach diesen Greifzirkel. Halt, ihr habt gegen die Gesetze verstoßen. Zahlt die Geldstrafe oder ihr landet im Gefängnis. Die gestohlene Ware ist hiermit sichergestellt. Gut, ich habe jetzt ein Kopfgeld von 2. Macht ja nichts. Also ich habe jetzt hier, wenn ich eben erwischt werde, 3 verschiedene Optionen. Geht ins Gefängnis, der Festnahme widersetzen oder Gold bezahlen. Ich nehme natürlich jetzt geht ins Gefängnis. Wenn ich der Festnahme widersetzen anklicken würde, dann müsste ich gegen den Typen kämpfen. Und es ist im Spiel so, dass sämtliche Wachen und Soldaten wesentlich höher gelevelt sind als ich selber. Das passt sich auch immer wieder an. Also die sind wirklich sehr stark und das würde überhaupt nichts bringen. Nur, dass ich dann noch mehr Ärger am Hals hätte und Gold bezahlen, das mache ich jetzt auch nicht. Ich will einfach nur zu Jorundra in die Zelle, also nämlich hier geht ins Gefängnis. Hoffentlich verfaulst du, krimineller Abschaum. Oh ja. So, ich habe ein Verbrechen begangen, bin im Knast gelandet. Vielleicht kann ich Runde jetzt überzeugen, mir von dem gestohlenen Gold zu erzählen. All eure Besitztümer wurden von den Wachen konfisziert. Ihr erhaltet sie zurück, sobald ihr eure Strafe abgesessen habt. Aktiviert das Bett, um eure Haftzeit zu beginnen. Ja, naja, klar. Also jetzt habe ich hier wieder, genau wie eigentlich am Anfang des Spiels, wieder nur
Ich habe überhaupt keine Waffen mehr, ich habe jetzt nur noch mehr Hemdhosen, Schuhe. Und was ich auch interessant finde, wenn man ins Gefängnis gesteckt wird, dann schafft man es, einen seiner Dietriche irgendwie zu verstecken. Also man könnte theoretisch versuchen, wenn man ganz viel Glück und Können hat, das Schloss zu knacken und dann zu fliehen, aber das wäre auch nicht so gut. Ich will jetzt einfach nur mit ihm quatschen. So wie die Wachen euch hier reingeworfen haben, seid ihr wohl kein Freund von denen. Ja, aber jetzt komm, sag mir was über das gestohlene Gold. Ich nehme an, ich kann euch vertrauen. Vielleicht könnt ihr mir ja bei einem kleinen Problem helfen. Es würde auch etwas für euch dabei herausspringen. Ich bin ihr Dauergast. Sie haben mich wegen Mordes eingebuchtet, obwohl ich's nicht getan habe. Doch die Entscheidungen des Grafen lassen sich durch nichts wieder aufheben. An allem ist nur Anora schuld, diese herzlose, betrügerische Hexe. Was? Was hat euch Anora getan? Ihr wollt wissen, was passiert ist? Ich sag's euch. Ich wurde betrogen, übers Ohr gehauen. Ich bin hier und Anora ist draußen und macht sich ein schönes Leben in meinem Haus. Wir sind durch Cyrodiil gezogen und haben Leute ausgeraubt. Nichts Großes. Mal 10 Goldstücke, mal 25. Zu klein, als dass jemand uns verfolgt hätte. Da kommt Anora auf die glorreiche Idee, einen Steuergeldtransport auf dem Weg in die Kaiserstadt zu überfallen. Wir reden hier von richtig viel Gold, inklusive bewaffneter Eskorte. Ich habe gesagt, sie sei irre, aber sie ließ nicht mit sich reden. Und Frauen haben ja ein Talent dafür, Männer rumzukriegen. Also haben wir es gemacht. Wir haben den Transport angegriffen. Dabei tötete Anora eine Wache. Ich hatte ihr gesagt, sie soll nicht so hart zuschlagen, aber sie hat nicht gehört. Später haben wir das Gold im Wald versteckt. Danach zog sie los, um Proviant zu finden. Plötzlich wurde das Lager von der Stadtwache von Brumar überrannt. Nie im Leben hätten die uns finden können. Ich bin mir sicher, dass sie uns verpfiffen hat. Aber ich war schlauer als sie. Während sie weg war, hatte ich die Beute woanders versteckt. Meine letzte Rache. Oder nicht? Was wollt ihr sagen? Ich sag's euch. Anora soll sterben. Ganz recht. Ich sagte sterben. Sie hat mir mein Leben genommen, jetzt will ich ihr Leben. Wenn ihr das für mich tut, bekommt ihr das Gold. Jede einzelne Münze. Als Beweis will ich das verdammte Amulett, das sie immer trägt. Zeigt ihr mir das, gehört das Geld euch. Oh, na das ist jetzt aber... Das ist jetzt ganz anders, als was mir Anora gesagt hat. Also, ist sie in Wirklichkeit die Böse oder wie jetzt? Wollt ihr das Gold? Bringt mir Anoras Amulett, wenn sie tot ist. Okay. Na danke für die Info. Endlich. Ihr habt eine Chance auf Rache. Warum sagt ihr es mir also nicht einfach und erspart mir und euch unnötigen Ärger? Ja, sicher. Und ich soll dann hier verschimmeln, während ihr in Saus und Braus lebt, ha? Auf keinen Fall. Ihr werdet hier sowieso verrotten, Blödmann. Hört zu, Pferdefresse. Ich hab den Wachleuten nie vertraut, niemals. Also werde ich jetzt nicht anfangen, euch zu trauen, Tyrellius. Ganz wie es euch beliebt. Genießt euren Aufenthalt. Ja, hier haben wir jetzt gerade diesen Hauptmann Tyrellius gesehen. Und damit ich hier jetzt aber wieder aus dem Gefängnis rauskomme, nehme ich hier einfach das Bettzeug und lege mich schlafen. Ja, wollt ihr einfach eure Zeit absitzen? Na klar. So. Eure schwere Rüstungsfertigkeit verringert bei 1. Ist nicht ganz komplett deutsch leider, aber egal. So. Gut, ich bin wieder draußen. Hab auch meine ganzen Sachen wieder, abgesehen natürlich von dem einen Greifzeug, den ich gestohlen habe. Der ist natürlich jetzt nicht mehr dabei. Werd mich auf jeden Fall gleich wieder umziehen. So, schon besser. Gut. Okay, also ich bin wieder draußen. Und diese Nebenquest kann man jetzt übrigens auf 2 verschiedene Wege lösen. Also ich habe 2 verschiedene Möglichkeiten, zu einem Ende zu kommen. Entweder ich mache genau das, was Jorundur mir jetzt gesagt hat, also ich gehe einfach zu Anora und töte sie und nehme dann ihr Amulett und zeige sie ihm und dann kriege ich das Gold. Oder, was ich auch machen könnte, ich kann Anora auch
von Jorundas Plan erzählen, also sie quasi einweihen, und dann passiert aber was anderes, weil dann werde ich wohl oder übel gegen diesen Hauptmann Tyrellius kämpfen müssen, und der ist wesentlich stärker als Anora. Und ich habe mir eigentlich eh gedacht, dass ich sie lieber töten werde, weil das irgendwie auch einfacher ist und weil sie mich sowieso verarscht hat. Ich meine, das müsst ihr euch mal vorstellen, die hat mir die ganze Zeit jetzt hier eine fette Lüge aufgetischt. In Wirklichkeit war sie ja die fiese Tusse, die hier Mist gebaut hat. Gut, das heißt, da nehme ich jetzt mal meinen Akavire-Katana und werde ihr damit schön einen Scheitel ziehen. Ja, aber nicht nur das. Also, liebste Anora. Ups, falsches Haus. So, hier. Also, ich brauche auch gar nicht wirklich mit ihr sprechen. Ich glaube, ich brauche sie einfach nur umbringen. Und ich weiß gar nicht. Wenn ich sie jetzt anquatsche? Ich quatsche sie mal kurz an. Nun, habt ihr etwas über das Gold erfahren oder nicht? Wie konntet ihr es ertragen, mit diesem Idioten eine Zelle zu teilen? Tja. Ach ja, gestohlenes Gold, wenn ich sie jetzt drauf anspreche. Na, ich mach das einfach mal. So hat er euch also ein weiteres Lügenmärchen aufgetischt. Ich hoffe, ihr habt ihm nicht geglaubt. Was hat er mit mir vor? Er schickt euch, um mich zu töten. Ist es das? Was, wenn es auch einen anderen Weg gäbe? Was, wenn er mich für tot hielte, ich es aber gar nicht wäre? Dann würde er euch das Versteck des Goldes verraten. Was wollte er als Beweis? Euer Amulett. Dieser Mistkerl, er weiß, dass das das einzige Erbstück ist, das ich noch von meiner Familie habe. Nur er könnte so tief sinken. Hört zu, ich weiß, ihr könntet mich auf der Stelle umbringen, aber wie wär's, wenn ich euch das Amulett gebe und ihr es ihm bringt? Dann sagt er euch, wo das Gold versteckt ist. Tötet mich hier und jetzt, und für die Stadtwache ist es ein Verbrechen. Also, es liegt ganz an euch. Machen wir es auf meine Weise oder auf Jorundris. Tja, ich nehme natürlich jetzt aber Jorundas Weg. Seid bereit für den Kampf eures Lebens. Sollte ich fallen, verfault ihr mit Jorundre im Gefängnis. Das Gold bekommt ihr in keinem Fall. Das werden wir sehen. Na warte, und stirb! So. Ich habe Anora erschlagen. Ich sollte das Amulett von ihrer Leiche nehmen, der sie runterbringen. Okay. So, hier Anoras Amulett. Gut, dann habe ich hier noch Anoras Schlüssel, Schlüssel für Anoras Truhe und 88 Goldmünzen und ein Brot. Die Kleidung, die lasse ich hier am Leib. Okay. Tja. Pech gehabt. Ich lasse mich hier nicht verarschen. Die wollte das doch... Der hat eh nichts gemerkt. Sie wollte das doch echt wieder so herumdrehen, dass wieder Jorunda der Böse ist, aber das kaufe ich hier nicht ab. Das habe ich hier wirklich nicht abgekauft. Wie gesagt, ich hätte es auch sagen können, dass wir es auf ihre Weise machen, dann hätte sie mir das Amulett gegeben und dann wäre, wie gesagt, was anderes passiert. Dann wäre aber irgendwie dieser Hauptmann Tyrellius dahinter gekommen, wenn ich dann gegen den gekämpft hätte. Das war mir jetzt nicht so recht. Ich habe es halt lieber auf diese Art und Weise gemacht. Gut, das Amulett habe ich, das heißt, ich werde es jetzt Jorunda zeigen und dann verrät er mir hoffentlich, wo das Gold ist. Wie ist das, werte Befehl? Seid gegrüßt. Es ist... Hey. Ich hab nicht den Gibt es etwas zu berichten? Nö, ich möchte nur einen Gefangenen besuchen. Wie lästig. Musst mir ja schon die Tür aufmachen, ne? Also beweg deinen Hintern. Kommt nicht zu nah an die Gefangenen. Zeigt mir die Beweise. Haha, sie hat euch reingelegt. Das ist nicht ihr echtes Amulett, sondern ein gutes Imitat. Das echte Amulett hat einen roten Stein. Was? Schlaues Mädel. Ich habe sie gelehrt, was ich wusste. Schade, dass sie dieses Wissen gegen mich verwendet. Kommt zurück, wenn ihr das Richtige habt. Tja,
Na sowas. Kommt gut, das habe ich natürlich... Die Gefangenen. Ach komm, halt doch die Schnauze. Gut, das habe ich natürlich eh gewusst. Das habe ich jetzt absichtlich gemacht, damit wir das jetzt mal erfahren. Also hat Anora sogar ein falsches Amulett die ganze Zeit getragen. Das Richtige hat sie irgendwo versteckt. Aber ich habe ja bei ihrer Leiche auch Schlüssel gefunden. Und einer davon ist ja für irgendeine Truhe. Die muss sich also noch in ihrem Haus befinden. Und da drin wird wohl auch das richtige Amulett sein. Er hat ja gerade gesagt, das echte Amulett hat einen roten Stein. Und das, was ich aber von ihrer Leiche genommen habe, das hat einen blauen. Deswegen ist das eben eine Fälschung. Also da könnt ihr mal sehen, wie hinterlistig die gewesen ist, ey. Die hat es nicht anders verdient. Ich wollte noch die Tatsachen verdrehen, also das geht ja mal gar nicht hier. Ja, liegt eh immer noch da. Ich glaube, die bleibt das ganze Spiel über meistens da. Das Spiel entfernt meistens die Leichen von irgendwelchen NPCs gar nicht. So, jetzt gibt es hier aber ein paar Truhen. Ich weiß gar nicht, welche hieß denn das? Die hier? Oder, nee, die hier, glaube ich. Ja, die ist nämlich abgeschlossen, aber ich habe jetzt einen Schlüssel. Ah, Arnoras wahres Amulett. Na bitte, da ist es ja. Ich hab's. Gut. Also, wieder zurück zu Jorundr. Diesmal habe ich ja wenigstens das echte Amulett. Also hoffentlich verrät er mir jetzt endlich, wo das Gold ist. Und wenn ich das dann geschafft habe, dann kann ich auch diesen Part schön beenden. Und dann habe ich wieder eine weitere Nebenquest geschafft. Eine von vielen natürlich. Also hier in Brumada gibt's noch, ja, gibt's noch ein paar weitere Nebenquests. Mal sehen, ob ich hier überhaupt noch bleiben werde oder ob ich woanders hingehe. Wie gesagt, der Hauptstory werde ich erst mal später folgen. Ich wollte jetzt einfach nur mal bis zu dem Zeitpunkt der Hauptstory spielen, wo ich eben den Klingen beitreten konnte, wegen der guten Rüstung und den Waffen halt. Aber wie gesagt, ich habe ja massenhaft Zeit, bin ja nicht unter Druck. Also nochmal das liebe Spielchen hier. Ich bin Hauptmann Bord. Achso, oh, halt, mit dem wollte ich nicht sprechen. Lebt wohl! Der ist für die Hauptstory noch wichtig, aber jetzt gerade nicht. Wir sind immer im Dienst. Na klar, also komm, Gefangene besuchen, hopp, wie hopp. Wie lästig. Na los, hopp, 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 schneller. Aber auch nicht den ganzen Tag Zeit. Dankeschön. Gefangene dürfen keine Geschenke annehmen. Ja, komm, sei still. Zeigt mir die Beweise. Ja, jetzt habe ich ja das echte dabei. Zwei Amulette? Dann muss eines eine Fälschung sein. Schlaues Mädel. Ich habe sie alles gelehrt, was ich weiß. Gut, dass ihr sie durchschaut habt. Sie ist also tot. Na endlich. Endlich hat dir jemand das blasierte Grinsen von der Fresse gewischt. Gut, gut. Nun, ihr habt euren Teil der Abmachung erfüllt. Nun erfülle ich meinen. Das Gold ist außen an der Stadtmauer von Brumar vergraben, hinter dem Nordtor. Lebt wohl. Ich rechne nicht damit, euch so bald wiederzusehen. An eurer Stelle würde ich aus Brumar verschwinden, bevor die Wachen merken, dass sie tot ist. Okay. Gut, na dann. Kommt Dankeschön. Nicht so nah an die Gefangenen. Jetzt weiß ich es endlich, wo das Gold ist. Also der hat es außerhalb der Stadt irgendwo vergraben. Ne? Das ist natürlich ziemlich schlau eingefehlt. Dann werde ich mir jetzt quasi meine Belohnung für diese Nebenquest holen. Und dann gilt sie auch als abgeschlossen. Das Nordtor ist jetzt, glaube ich, eh das, was hier jetzt in der Nähe von der Burg ist, oder? Vom Schloss? Genau, hier, Brumar Nordtor, das passt, ja. Gut, dann kurz mal auf die Karte looken. Wo? Ah, gleich da vorne. Seht mal, hier ist der grüne Pfeil. Genau da ist das Gold versteckt. Es muss jetzt also irgendwo hier bei diesen Felsen da sein.
Ah, ich glaube hier. Da, ja, da ist was. Da ist es ja schon. Da ist es. Jorundras Beute. Ich habe den Schatz gefunden, den Jorundra außerhalb der Stadtmann von Bromar versteckt hatte. Seht mal, was da alles drinnen ist. Ein Bronzeamulett, eine Bronzehalskette, ein Messingperlenring, 40 Goldmünzen, eine Perle und ein unreiner Topas und zwei Fähigkeitsbücher. Der schwarze Pfeil Band 2 und des Kriegers Mündel. Gut. Also dann, ich hoffe, mich hat jetzt eh hier keiner gesehen oder entdeckt. Die Quest sollte jetzt doch abgeschlossen sein. Kann ich nochmal gucken. Ja, aktiv ist sie nicht mehr. Hier ist sie zu finden. Gut, dann ist diese ja ziemlich merkwürdige Nebenquest jetzt abgeschlossen. Und weiß gar nicht. Das Bromar verschwinden, hat er ja gesagt. Was habe ich denn jetzt hier eigentlich noch aktiv? Ah ja, genau. Das mit Quatsch, das werde ich später noch machen. Bei der Geburt getrennt. Das werde ich, glaube ich, als nächstes machen. Ne? Da geht es ja um diesen Reinald Jemane, der eben scheinbar in Chardinal gesehen wurde und aber sich nicht daran erinnern kann, wenn er Leute aus Carol trifft, also irgendwie so. Und dann habe ich ihn ja sogar einmal schon angesprochen gehabt. Der war eben ein bisschen, wie wir sehen, hier betrunken. Hat mir auch 50 Goldstücke gegeben und dann soll ich eben für ihn nach Chardinal gehen und gucken, wer sich quasi für ihn ausgibt. Also gibt es da scheinbar einen Betrüger oder irgendwie so. Dann könnte ich ja eigentlich theoretisch eh schon per Schnellreisefunktion jetzt hier nach Chardinal reisen. Also hierhin, Chardinal West Tor. Und im nächsten Part kümmere ich mich dann mal um diese Nebenquest. Und in Chardinal müsste ich, glaube ich, auch endlich mal meine erste Nebenquest bezüglich der Kämpfergilde bekommen. Also meinen ersten Auftrag, meine ich. Ja, Chardinal sieht doch auch ganz schön aus hier. Ne? Okay, also Freunde, bis zum nächsten Mal hier in Chardinal. Tschüss.